puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidar, tengo que olvidarme. Also da kann ich jetzt da nichts zu sagen. Ich habe zwar eine richtig fette Armee, aber es dauert Ewigkeiten, bis ich sie da hinbeordert habe. Bis dahin wird sie auseinandergenommen. Das ist doch eine Scheiße, ist das doch hier. Wohl, ich schick dir mal lieber etwas rüber, wenn ich gerade mir das so angucke. Das darf kein Epic-Fail werden. Das habe ich noch gehört. So, schick dir was. Schon 38 Minuten, das wird zu groß, das Video. Vielleicht mache ich in zwei Parts daraus. Ja, ich glaube, ich mache zwei Parts daraus. Ach, du rennst gerade gegen die kleine rote Vorhut an. Boah, ich unterstütze dich. Vielleicht sollte ich ja mit dem mal ein kleines bisschen näher an die Front switchen. Ja. Dahin. So. Stoop. Und rüber. Panda-Bärchen. Der Rote ist voll der Lamer. Er ist eine Missgeburt. So, seine kleine Vorhut oben im Norden haben wir platt gemacht. Hey, ich habe 4000 Punkte, cool. Oh, ich auch wieder. Dann würde ich sagen, mache ich das hier mal. Zu cool, Feuermagiern. Tue ich mal das weg machen. Was können wir machen? Ents oder Gnolle? Da würde ich Ents nehmen. Ich mach mal. Ja, wollt ihr auch nehmen, Ents. So, da braucht es ein bisschen Zeit. Der Rote kommt hier noch mit ein paar Reserveeinheiten an. Ja, wo jetzt sieht mir ja nicht so nach Reserve aus. Das sieht mir so aus, als ob es die Armee ist, die gegen den Grünen gekämpft hat. Ach ja, vielleicht sollte ich meine Truppen dir vielleicht auch in die Stadt reinschicken. Okay, Grün und Pink sind jetzt ganz aus dem Spiel raus, nur mal so nebenbei. Die leben nicht mehr? Nee, die sind weg. Guck, die sind grau eingezeichnet. Das heißt, die haben das ganze Spiel komplett verlassen jetzt auch. Die gucken auch gar nicht mehr zu und nix. Das heißt... Ja, das heißt nur noch wir gegen Rot. Das heißt, wenn ja. Wir Rot bumsen, dann haben wir gewonnen. Genau. Dann kann sich einer freuen, weil der hat dann nämlich dreimal hintereinander gewonnen. Also, beziehungsweise dreimal hintereinander drei Punkte geholt. Oder wir kacken gegen den Roten ab. Jetzt denkt jetzt vielleicht, ja klar, jetzt gewinnen wir natürlich, ne? Ich meine, es ist ja 2 gegen 1, ne? Aber trotzdem, nicht vergessen, ne? Der Rote bekommt pro Kill einen von uns dazu. Und hat mir eben so eine Fähigkeit gemacht, womit die Hälfte meiner Armee mal eben so ihm gehört. Verdammt, ey. So, jetzt kann ich Ents machen. Ja cool, Ents sind cool. Machen wir Ents. Statt so, wenn wir noch nicht mal dieses kleine Lager von ihm da einnehmen können, ne? Ja, das Lager ist erstmal irrelevant. Wichtig ist, dass wir irgendwie sagen, what? Wir raus. Ich muss ein Land verteidigen. Lauf, du Schlampe! No. Please. Wie witzig, ich hab einen End. Die Ents ziehen in den Krieg. Magajum ist alles voll mit Rot, ey. Warum hab ich gesagt? Ja, warte, ich muss mal drüber schicken, so wie es aussieht. Der hat mich ja zum Glück in Ruhe gelassen, also kann ich dir eigentlich was drüber schicken. Ein paar Panda-Bärchen, ein paar Trolle, ein paar Truppen. Kann aber leider auch nicht alles losschicken, weil ich weiß nicht, ob er es auch zu mir rüberkommen will. Hier oben stehen noch Tiere von dir rum, Maga. Nimm die mal. Bleib doch mal cremig, Mann. Maga, mein Held ist gleich weg. Ja, das kann ich jetzt auch nicht verhindern. Hat sie nicht irgendwie so eine Art Sprungfähigkeit, womit sie so ein bisschen drüber hopsen kann? Lauf, Panda-Bär. Ach doch, das schafft sie. Boah, was hat mich hier am Leggen, ey? What? Der hat mein Ding kaputt gemacht!
Das ist kein Schwein! Ich hab 4000 umsonst vergeudet. Echt? Unsere Krieger greifen den Feind an. Yay, meine kleine Reservestreit macht das einsatzbereit. Der Rote macht dein Lager kaputt. Ach, das da oben. Passiert, ne? Mark, der nimmt uns auseinander. Nur weil er ein Lager erobert? Das andere erobern wir gerade zurück. Weil er ein Lager erobert. Ja, weil er ein Lager erobert. Was ist eigentlich mit deinen Helden los? Ist die abgeregt? Oder hat sie ihn noch geschafft? Die Frage hat sich soeben geklärt. Wen wollt ihr umnieten? Ja, deine Mutter, ey. So, der hat wie viel Abschüsse hat dieser? 841. Okay. Wie viel hab ich überhaupt? Steht's irgendwo drauf? Truppen sparen. Nein, Truppen sparen. Steht nicht. Truppen sparen, ich bin ja noch im Angriff. Scheint aber nichts zu bringen. Ich muss jetzt alle sammeln, ansonsten schlecht. Ich habe Angst, dass er jetzt gleich voll auf mich eindrescht. Drischt. Unser heiliger Heim wird entweiht. Stirb! Was hast du gesagt? In seinem Lager steht viel? Ja, in seinem Lager steht ein bisschen was. Unsere Krieger greifen den Feind an. Alles auf den Helden da, von dem. Der muss abrecken. Vor allem, der ist gerade ein bisschen eingeengt. Wenn wir vielleicht Glück haben, kriegen wir... Ja, direkt wieder die Hälfte meiner Leute tot. Selbst dein Ende ist schwächer als dein Unheilshüter. Stimmt doch gar nicht. Natürlich. Ich mach mir Schaden. Na gut, aber der hat ziemlich wenig Hitpoints. Schon auch wieder. Aber wenn ich 4-1 auf einmal habe. Magas. Zombies regieren die Welt. Schreib hin, Zombies sind lame. Magas. Oh verdammt, jetzt greift er mich an. Der hat alles eingenommen. Der hat das und das und das und das und das. Der greift mich an, der greift mich an, der greift mich an, der greift mich an. Mann. Der würde uns nicht fertig machen. Wie? Nein, ne? Maga, ich hab soeben meinen Held eingequetscht. Was hast du gemacht? Ich krieg den hier nicht mehr raus. Du Idiot! Geht nicht. Ich war gerade am motivieren, weil ich gerade hier in einer schönen Schlacht mit dem Untoten bin. Ja. Abgesehen davon, es sieht so aus, als ob seine Armee erneut fehlt. Der kriegt mich nicht klein. Okay, mein Held ist ab jetzt Verteidigungsheld. Voll aus. Wo hängt der? Guck ich mir gleich mal an, damit das mal die Zuschauer aussehen können. Wer ist denn der? Oh mein. Ich hab den ans Gebäude. Oh, er hat eine Einheit produziert, die jetzt wegläuft. Der Held hat sich diese Jägerin produziert. Ich rieche Magie in der Luft. Oh Mann, ey. Yay, die untote Armee failed. Meine Königin. Was? Hä? Wie deine Königin? Wird jetzt umgebracht von ihren eigenen Soldaten. Ja, so ist richtig. Was macht Grün? Warte. Ah, down. Er lernt schon diese Nachricht, ey. Was macht Grün, ey? Der geilste Spruch. Lol. Er steht hier zwischen den beiden Lagern, ey. What? Die überrennen mich ja. Ich nicht. Zumindest noch nicht. Also halten kann ich mich noch. Halten!
Wir müssen halten! Okay, die da unten brauchen Verstärkung. Welche unten? Meinst du mich? Nein, meine Truppen da. So. Kriegen jetzt Steingolem-Verstärkung. Also ich brauche momentan noch nichts, ne? Also ich krieg grad hier noch ohne Probleme hin. Der unterschätzt mich auch ein kleines bisschen. Vielleicht bin ich ein bisschen falsch angegangen. Ich hab meine Truppen Ewigkeiten da gehortet. Was hast du denn da für einen fetten? Ja, das ist die. Hier, ich habe ja den fetten Stein da geholt. Von da aus kommen neue Truppen. Das ist eine geile Fähigkeit, aber mir gehen die Truppen auch langsam aus. Und der feindliche Held ist gleich tot. Und... Echt? Bam! Ja, Mann, da ist er down gegangen, die fette Sau. Okay, sein Held ist tot, jetzt haben wir die Chance. Weil ohne seinen Held... Ich schick 4 Ents nach oben. Okay, mein Held ist auch tot. Hey, ein Panda-Bär lebt da noch. Oh, verdammt, ich muss den Sammelpunkt ja mal neu setzen. Wäre auch eine gute Sache. So. Blabla. Geht mal dahin. Geht mal dahin. Und du, steh nicht so einsam rum, geh auch dahin. Ach ja, ich wollte noch etwas Sinnloses zum Video sagen. Ich hasse Montage. Das war sehr sinnlos. Das ist nicht unbedingt sinnlos, das macht sogar Sinn. Es ist Sinn... Ja. Schickst du Truppen? Ja, schickst Truppen. Ja, jetzt fragen sich alle bestimmt, warum ich Montage hasse. Vor allem, weil heute Dienstag ist. Ja, es liegt nicht daran. Es liegt am Prinz Piep, warum ich Montage nicht mag. An wen liegt das?